Ja, Algorithmen und Datenstrukturen ist das Thema. Und zwar mache ich heute nochmal weiter mit ein bisschen Einleitung. Wir machen ein, zwei einführende Beispiele, wo wir uns jetzt konkrete Algorithmen anschauen. Und zwar fange ich mit dem Folgenden an, mit dem Sortierproblem. Das hat man beim letzten Mal schon mal ganz kurz ange. Ich hatte es zumindest ein paar Mal genannt, Sortierproblem. Ich hatte Ihnen erläutert, was eine Spezifikation ist. Wer weiß noch, was eine Spezifikation ist? Hat sich das irgendjemand gemerkt? Ich möchte jetzt das Sortierproblem spezifizieren. Nehmen wir das einfache Beispiel Zahlen. Ja, können Sie das ganz kurz für Sortieren sagen? Ja. Genau. Folge, ich habe es jetzt mit am Beispiel Zahlen, ja, irgendwie eine gewisse Anzahl von Zahlen. Da sage ich nichts über die Reihenfolge, wie diese Zahlen angeordnet sind. Und die Ausgabe ist eine Permutation, also eine Vertauschung, ja, der ursprünglichen Zahlen, und dass die aufsteigend sortiert sind in diesem Fall, Beispiel. Ja. Typisches Beispiel wäre sowas. Ich habe irgendwie eine Zahlenfolge 17, 7, 26, 9, 11, 15 und als Ergebnis erwarte ich dann das. Ja. Da gibt es eine ganze Reihe von Algorithmen. Ich glaube, das ist das Problem der Informatik, was am besten untersucht worden ist. Das Sortierproblem. Einfach, weil es wahnsinnig oft vorkommt. Wir gehen spezifisch später nochmal auf das Sortieren intensiver ein. Wir fangen heute mit einem ganz einfachen Algorithmus an. Sie haben bestimmt auch schon Algorithmen gemacht. Vielleicht hat der ein oder die andere in der Schule schon mal irgendwie was mit Informatik zu tun gehabt. Was sind Ihnen denn da so an Sortierverfahren schon mal entgegengekommen? Insertion Sort. Bubble Sort. Quick Sort. Divide and Conquer. Das ist eher ein Entwurfsprinzip. Das können wir dann in den Algorithmus überführen, machen wir auch in der zweiten Hälfte der Veranstaltung. Noch irgendwas? Merge Sort. Genau, der basiert beispielsweise auf Divide and Conquer. Vier wunderbare Algorithmen. Ich fange mal heute mit dem Insertion Sort an, um einfach so ein paar Sachen sozusagen deutlich zu machen, was mir bei so einem Algorithmus wichtig ist. Insertion Sort erkläre ich Ihnen erstmal so: Im Kartenspiel. Wenn Sie Karten spielen, ich habe hier irgendwie einfach mal so Karten rausgegriffen, kennen Sie so ein normales Kartenspiel hier mit Pik, Kreuz, Herz und Karo. Den vergebe ich jetzt irgendwie eine Wertigkeit. Mein Verständnis ist Karo sozusagen am geringsten Wert. Dann kommt Herz, dann kommt Pik, dann kommt Kreuz und dann irgendwie aufsteigend 7, 8, 9, 10 und dann die ganzen Bilder. Und am Ende kommt das Ass. Insertion Sort ist das, wenn wir machen, was wir machen, wenn wir sagen, ich lege den Stapel mal hier hin. Die sind ja jetzt nicht sortiert, die Karten. Jetzt nehme ich die Karte auf. Pik 4. Das, was ich in der Hand habe, ist sortiert. Jetzt nehme ich die nächste Karte auf. Eine Karte ist immer sortiert. Jetzt nehme ich die nächste Karte auf. Das ist die Pik 9. Wo packe ich sie hin? Also ich möchte die aufsteigend sortieren. Ich muss jetzt umdenken, weil ich Ihnen das ja zeigen möchte. Das heißt, von Ihnen aus kommt die hier hin. Die kommt nicht dahin, weil die 9 ja größer ist als die 4. Also packe ich sie dahinter. Nächste Karte. Was haben wir da? Herz 8. Ja, Herz ist weniger wert als Pik. Also packe ich sie einfach ganz an den Anfang. Karo 7, wo kommt die hin? Jetzt frage ich Sie mal. Ganz links, von Ihrer Seite, also bei mir ganz rechts, genau, wunderbar. Ja, Sie sehen, das, was hier entsteht, ist eine sortierte Folge. Insertion Sort. Sortieren durch Einfügen. Mal gucken, was passiert jetzt. Kreuz Dame. Wo kommt die hin? In die Mitte. Kreuz ist am meisten wert bei mir. Ganz nach rechts, ganz nach rechts. Ist das im normalen Kartenspiel nicht so, dass Kreuz am höchsten ist? So habe ich das mal gelernt. Ich spiele nicht mehr so viele Karten. Aber es ist. Nee, ich mache jetzt erst sozusagen die Farben. Erst die Farben und dann sozusagen die Wertigkeit der einzelnen Karte. Ja, oh, jetzt habe ich eine Pik 3. Wo kommt die hin? Ich gucke mir die richtige Stelle an, wo sie hin muss. Das wäre vor die Pik 4. Also irgendwie so mitten rein.
Ja, und das, was hier entsteht, ist aufsteigend sortiert. Und die letzten beiden Karten, Karo 10. Naja, Karo kommt hier sozusagen zu Karo, aber hinter die 7 kommt dahin. Und die letzte Karte ist die Kreuz 8, die kommt wiederum nach Pik, aber vor der Dame kommt hier hin. So, jetzt haben wir einmal Insertion Sort gemacht. Sortieren durch Einfügen. So, ganz anschaulich erläutert, so als Pseudocode. Sieht fast aus wie so ein lauffähiges Programm, aber wenn Sie das jetzt so in den Rechner eingeben würden, würde das nicht funktionieren. Ja, wie gesagt, das ist dieser Pseudocode, von dem ich spreche. Ja, ist relativ eindeutig. Ich mache irgendwie eine Schleife. Ja, ich fange hier mit einer Schleife an und ich laufe. Ja, ich kann das ja parallel mit den Karten machen. Jetzt habe ich die ja schon wieder einsortiert, ist egal. Ja, sozusagen, ich fange mit 2 an, weil die erste Karte habe ich in der Hand. Ja. J gleich 2 heißt, ich nehme jetzt die folgenden Karten auf. Ich gucke mir an, also jetzt habe ich hier die, oh, jetzt habe ich zweimal die 7. Ja, jetzt gucke ich mir sozusagen die Karte an, die ich aufgenommen habe. Das wäre die. Ja, und dann muss ich gucken, wo sortiere ich die ein. Das passiert hier, an dieser Stelle. Ja, hier suche ich sozusagen, ich durchlaufe alle Karten, die ich bislang auf der Hand habe, durchlaufe ich. Um für diese neue Karte, ja, das ist das Element, was wir hier als Key gewertet haben, um da die richtige Einfügeposition für dieses neue Element, für diese neue Karte zu finden. In diesem Fall wäre das halt entsprechend so. Ja, das ist sozusagen der Quellcode dazu. Ja. Jetzt suche ich sozusagen den richtigen Index. Ja, der Index ist i und dann füge ich das an der Stelle i plus 1, also die Indizes sind ja halt so geführt, dass das halt entsprechend passt. Ja, dann füge ich sozusagen diese neue Karte an der richtigen Stelle in dem zu sortierenden Array ein. Ja, das, was ich hier auf der Hand habe, ist das zu sortierende Array. Ja, und an dieser Stelle ist es so, ich habe natürlich alle Karten auf der Hand. Ich habe das jetzt hier so demonstriert, dass ich die auf dem Tisch liegen habe. In der Tat habe ich natürlich alle Karten auf der Hand. Ja, und ich würde jetzt sagen, okay, ich nehme jetzt die erste Karte, die ist sortiert. Ja, und jetzt nehme ich mir die zweite Karte und bringe sie an die richtige Position. So, jetzt nehme ich mir die dritte Karte, nehme sie an die richtige Position. Das ist hier. Jetzt nehme ich mir die vierte Karte, Vorschleife, ja, hier. Herz 8 kommt hier hin. Ja, das passiert in der While-Schleife. Ich laufe sozusagen durch diese Positionen durch und gucke, an welche Position die muss. Ja, das ist sozusagen genau das Ding hier. Und das sieht dann für Zahlen irgendwie so aus. Ich glaube, ich habe das auch noch mal hier in so einer Animation, wenn ich mich nicht täusche. Ja, also der gleiche Quellcode wie eben. Und jetzt sozusagen anhand eines Arrays. Und die ganzen Beispiele, die ich jetzt hier mache, das ist natürlich immer ein bisschen vereinfacht. Stellen Sie sich vor, typischerweise, wenn ich zu sortierende Objekte habe, ja, das Beispiel, was wir letzte Woche hatten, das war unser Telefonbuch, wo wir sozusagen einen Eintrag bestehend haben aus einem Namen. Das war unser Sortierkriterium und dann die Telefonnummer. Ich mache das jetzt hier einfach nur am Beispiel von Zahlen, ja, weil ich will ja die Idee des Algorithmus vorstellen. Ja, ich könnte da jetzt auch Objekte hinterhängen mit mehreren Komponenten oder bestehend aus mehreren Komponenten, mir dann überlegen, okay, welche Komponente nehme ich denn jetzt oder welches Attribut nehme ich jetzt, was ich dann sozusagen als Sortiergrundlage verwende. Nee, ich vereinfache das, ich sage, ich möchte einfach nur Zahlen sortieren. Okay, das ist unsere zu sortierende Zahlenfolge von 83 bis 12. Ja, und da gehe ich jetzt einfach durch. Im ersten Durchlauf der Vorschleife, das habe ich jetzt jeweils immer hier vorgeschrieben, ja, was ist sozusagen der Index der Vorschleife, J gleich 2. Also ich greife mir das Element an der Stelle 2 raus, das ist in diesem Fall die 27. Und in der While-Schleife bringe ich das dann halt entsprechend an die richtige Position. Ja, ich würde das in dem Fall hier sozusagen mit allen Elementen vergleichen, ausgehend sozusagen von dieser zweiten Position. In diesem Fall ist das nur das erste Element. Also ich würde 83 und 27 vergleichen. Ja, das mache ich hier sozusagen auch in dieser Schleife gleich mit. Also solange das aktuelle Element
größer ist, nein, genau, solange das aktuelle Element größer ist als mein neues Element, Key ist ja das neue Element, das blau eingefärbte hier, laufe ich quasi nach links. Ja, in dem Fall würde das dazu führen, dass die 27 und die 83 die Position vertauschen. Im nächsten Schleifendurchlauf, das habe ich hier jetzt relativ kompakt dargestellt, im nächsten Schleifendurchlauf mit dem Index J gleich 3 ist also das nächste Element die 64. Das wird hier an die Variable Key zugewiesen. Ja, und dann in dieser While-Schleife von 5 bis 7 wird die 64 erst mit der 83 verglichen. Also ich habe jetzt sozusagen zwei Abbruchbedingungen. Die eine Abbruchbedingung ist, ja, solange ich hier ein Element habe, was größer ist als diese Elemente, kleiner ist als diese Elemente, laufe ich nach links. Aber ich laufe nicht weiter nach links, als sozusagen das Ende des Arrays vorgibt. Das ist das zweite Abbruchkriterium hier. Ja, und bringe das dann sozusagen durch schrittweises Vertauschen an die richtige Position. In diesem Fall würden 64 und 83 die Position vertauschen. Das nächste Element wäre die 31. 31 würde jetzt bis hierhin wandern in der While-Schleife. Die 56 wandert da rein und so weiter und so fort. Nehmen wir vielleicht nochmal die 7 als letztes Element. Ja, hier While-Schleife, ja, solange i größer 0 und das ai, ja, das i fängt hier an. Ja, ist immer einer weniger als der aktuelle Index j. Ja, wird hier gesetzt. Vergleiche also zuerst 83 mit 7. Okay, 7 ist kleiner. Also tauschen die beiden die Position. Das passiert hier. 7 ist kleiner als 64. Das wandert dann hier hin und so weiter. Es wandert ganz an den Anfang. Und am Ende wird dann die 12 noch einsortiert. Und dann ist das hier unsere aufsteigend sortierte Folge. Ja, vom Prinzip her genau das Gleiche, was ich eben hier mit den Karten gemacht habe, halt jetzt so ein bisschen eher algorithmisch formuliert an diesem einfachen Sortierbeispiel. Vielleicht nochmal ganz kurz hier zu diesem Pseudocode. Ja, also wir verwenden die typischen Schleifenkonstrukte, Vorschleife, While-Schleife. Ich habe hier Vergleichsmöglichkeiten. Ich verwende einfache Zuweisungen, Blockstrukturierung durch Einrücken. Ja, das ist sozusagen der Rumpf der Vorschleife. Ich habe keine Klammern oder dergleichen. Das Ganze ist als eine Funktion verpackt. Genau. Kommentare, wie das typischerweise in C, C++, Java der Fall ist, wenn ich so einzeilige Kommentare schreiben möchte. Ich denke, das wird nicht das Problem sein, dass wir auf der Ebene miteinander arbeiten. Das ist ein Algorithmus, das schreibe ich vielleicht mal auf, der arbeitet in place. Was heißt das? Der arbeitet auf dem Feld, was wir sortieren möchten. Wir brauchen keinen zusätzlichen Speicherplatz. Ja, der ist jetzt so strukturiert, dass wir, wenn wir uns beispielsweise diese Zeile mal hier herausgreifen, ja, um die 56 an die richtige Position zu bringen, ja, der vertauscht jeweils immer, durch paarweise Vertauschung bringt er dieses Element an die richtige Position, hierhin. Ja. Ich brauche keinen zusätzlichen Speicherplatz, ich brauche kein zweites Array, um mir irgendwelche Dinge zwischenzuspeichern. Ja, das passiert in place, also in dem ursprünglich bereits zur Verfügung gestellten Speicherplatz. Jo, so. Das sieht ja erstmal ganz gut aus, ne? Und das, was wir uns irgendwie immer überlegen müssen, ist, funktioniert das auch immer? Können Sie jetzt sagen, ja, ach ja, wenn Sie uns das sagen, dann wird das wohl stimmen. Aber nein, ich möchte Sie ja zu kritischen Menschen erziehen. Das heißt, man muss sich ja schon immer Gedanken machen, warum das wirklich funktioniert. Das heißt, dazu wollen wir uns jetzt überlegen, wie man irgendwie auch so formal zeigen kann, dass so ein Konstrukt, und darum habe ich extra so einen einfachen Algorithmus gemacht, weil das schon eine relativ komplexe Aufgabe ist, sozusagen so einen Nachweis zu führen. Aber ich möchte das wenigstens einmal gemacht haben. Das werden wir nicht immer machen, aber zumindest an dieser Stelle mit so einem einfachen Beispiel möchte ich das gerne mal machen. Und zwar wollen wir uns überlegen, dass dieser Insertion Sort auch tatsächlich das tut, was wir von ihm verlangen, dass er nämlich die Spezifikation erfüllt. Das heißt, aus der ursprünglichen Eingabe einer Folge von Integerzahlen entsteht eine Zahlenfolge, die aufsteigend sortiert ist. Ja, wenn ich ihn anders formuliere,
dass es absteigend sortiert ist, dann müsste ich halt ein paar Vergleiche ändern, würde ich das aber auch hinbekommen. Aber wir zeigen das jetzt für dieses Beispiel, aufsteigend sortierte Zahlenfolge. So, und bei so einer einfachen Schleife macht man das, indem man sich überlegt, dass eine sogenannte Schleifeninvariante gültig ist. Invariant heißt unveränderlich. Das heißt, das ist im Prinzip eine Bedingung, die während der gesamten Laufzeit einer Schleife gültig ist. Das heißt, zu Beginn der Schleife, wenn wir die initialisieren, dass dann diese Bedingung gültig bleibt während des Durchlaufes. Das heißt, mit jedem Durchlauf bleibt diese Bedingung bestehen. Und wenn die Schleife beendet wird, dass sozusagen nach der Terminierung, das heißt Beendigung der Schleife, dass auch dann diese Invariante noch gültig ist. So, und das wollen wir uns jetzt überlegen. Ich mache das relativ ausführlich. Das mache ich jetzt sozusagen, da mache ich jetzt hier weiter. Da schreibe ich jetzt ein bisschen was, um mich einfach auch ein bisschen zu bremsen. So, also, ich muss mir jetzt Gedanken, was ist es denn für eine Bedingung, die bei dem Insertion Sort, vielleicht gehe ich da nochmal auf den Algorithmus, die bei dem Insertion Sort denn während dieser gesamten Durchführung gültig bleibt. Hätten Sie eine Idee? Nehmen wir vielleicht durchaus nochmal das Kartenspiel. Das habe ich Ihnen ja hier so schön versucht zu zeigen. Was ist denn eine Bedingung? Ich habe das ein, zwei Mal gesagt bei der Erläuterung. Ja? Was ist denn eine Bedingung, die eigentlich immer gilt, während der Durchführung? Ja? Sozusagen erster Schritt. Ich mache es jetzt wieder hier auf diese Art und Weise. Zweiter Schritt kommt hier hin. Was ist ein Kandidat für eine Bedingung, die während der gesamten Durchführung gilt? Hm? Genau. Und da muss ich, glaube ich, gar nicht lange reden, wenn wir uns das überlegen, dass das tatsächlich gilt, ja, wenn das dann auch zum Ende des Algorithmus gilt, dass wir dann eine aufsteigend sortierte Folge haben. Ja. Also, Invariante wäre, und die schreibe ich mal hier hin, also zu Beginn jeder Iteration der äußeren Vorschleife enthält das Teilarray A1 bis J-1. Ja? Das J-Element, J ist ja der Index der Vorschleife, das J-Element ist das sozusagen, was ich jetzt gerade hier vom Tisch hochgenommen habe. Ja, und die Karten, die ich bislang auf der Hand habe, die schon sortiert sind, das ist der Teil, der in dem Teilarray von Position 1 bis Position J-1 steht. Enthält das Teilarray A1 bis J-1 die Zahlen A1 bis J-1 des ursprünglichen Arrays. Jetzt wird es ein bisschen eng hier, da muss ich mal hier so rübergehen. Genau, also das ist sozusagen die Invariante und für die wollen wir uns jetzt überlegen, dass die einmal zu Beginn gilt, dass die gilt mit jedem Schleifendurchlauf und dass die gilt am Ende. Ja? Nun ja, bei dem ersten Schritt ist es ja so, da habe ich eine Karte, die nehme ich, das ist das Element A1. Ja, das war hier. Ja, das erste Element, in dem Fall ist es die 83. Ja. Ein Element ist immer sortiert.
Ja, ich fange mit dem Index J gleich 2 an. Ja, und die Invariante sagt ja, ja, das Teil-Array A1 bis J-1, das heißt, das Teil-Array A1 enthält die ursprünglichen Werte in aufsteigend sortierter Reihenfolge. Das heißt, bei der Initialisierung ist die Gültigkeit dieser Aussage sicherlich gegeben. Ja? Also vor der ersten Iteration gilt J gleich 2. Schreibe ich mal so hin. Ja, also vor der ersten Iteration gilt J gleich 2 und das Feld A1 bis J-1, in diesem Fall bestehend nur aus dem einen Element A1, ist bereits sortiert. So, was passiert während dieser Schleife? Das müssen wir uns jetzt irgendwie angucken und überlegen, dass dadurch die Reihenfolge oder die Aussage, diese Invariante, nicht verletzt wird. Was passiert da? Die äußere Vorschleife, vielleicht gucken wir da noch mal gerade drauf. Die äußere Vorschleife verschiebt an dieser Stelle mit dieser Weichschleife. Ja, ich gehe vielleicht mal hier noch ein klein bisschen weiter, dass man das besser sieht. Nehmen wir die 56. Ja? In dieser Weichschleife wird dieses Element Schritt für Schritt an die richtige Position verschoben. Ja, die beiden Elemente tauschen ihre Position. Dann ist die 56 hier. Wenn die 56 hier ist, wird sie mit der 64 verglichen. Das passiert genau an dieser Stelle. Das ist der Vergleich. Ja, und solange ich da auf ein größeres Element treffe, ja, das AI bezeichnet das Element, mit dem ich hier vergleiche. Ja, und Key ist das Element, die 56 in diesem Fall. Ja, solange ich da auf ein größeres Element treffe, tauschen die beiden sozusagen, nochmal so, die tauschen nicht wirklich die Position, ich überschreibe einfach. Also hier dieses, die 56, die merkt man sich in der Variablen Key und die 83 wird einfach hier hingeschrieben. Die 83 bleibt hier stehen. Da ändere ich erstmal gar nichts dran. Ja, das passiert sozusagen, das Element an der Stelle 5 hier, das setze ich neu. Das wird zu dem Element, oder das Element wird sozusagen auch hier hin kopiert. Das passiert in Zeile 6. Ja? Dann nehme ich mir sozusagen das Element, mit dem ich als nächstes vergleichen muss. Das ist das hier, die 64. Ich vergleiche dann das Element Key, ja, das hatte ich mir ja vorher gemerkt, mit dem Element AI. Also ich vergleiche die 56 mit der, vielleicht schreibe ich das mal hier rein, ja, hier steht jetzt auch 83. Ja, jetzt bin ich an dieser Stelle. Genau, vergleiche die 56 mit der 64. Okay, 64 ist größer als die 56, also schreibe ich die 64 hier hin. Ja, die 56 habe ich mir immer noch gemerkt. Jetzt stelle ich fest, okay, 56 ist jetzt größer als die 31. Das heißt, ich gehe nicht mehr in die Weichschleife rein und sage jetzt, ich habe ja mit der 31 verglichen. Und an die Position rechts neben der 31, da schreibe ich jetzt das Element Key hin. Key war das Element 56, also kommt hier die 56 hin. Und ich habe genau das erreicht, was ich machen wollte. Ich wollte die 56 an die richtige Position bringen. Schreiben wir das nochmal auf bei der Betrachtung dieser Schleifeninvarianten. So, die äußere Vorschleife. Verschiebt die Elemente a, j, a, minus 1 bis, nee, das muss ich anders schreiben.
Ja, so lange, bis ich sozusagen auf ein kleineres treffe. Und zwar jeweils um eine Position nach rechts. Bis also die richtige Einfügeposition für AJ gefunden ist. Dann wird in Zeile 8 das Element AJ, ich schreibe in Klammern Key, an die richtige Stelle eingefügt. Genau, also wir erhalten sozusagen mit dem, was wir da tun, einem Schleifendurchlauf, dann sozusagen, wenn wir das gemacht haben, wenn wir diesen Einfügevorgang durchgeführt haben, dann gehen wir ja zum nächsten Durchlauf der Schleife, der äußeren Vorschleife. So, das heißt, irgendwann kommen wir dann am Ende an. Und zwar, wann ist das der Fall? Die äußere Schleife terminiert. Wird also beendet. Wenn j größer als n wird, also irgendwie n plus 1. Ja, und wenn man jetzt dieses n plus 1 oder j ersetzt So gilt, ja, also wenn ich jetzt hier einfach in dieser Formulierung, hier habe ich jetzt keinen Mauspointer, Cursor. Also wenn ich das einfach in dieser Formulierung der Invarianten einsetze, ja, dann steht an dieser Stelle jetzt A1 bis N. Das heißt, das ist das komplette Feld. So gilt das Teilfeld A1 bis N. Ist sortiert. Ja, und damit haben wir sozusagen gezeigt, dass dieser Algorithmus auch tatsächlich das tut, was wir von ihm verlangen. Ja, das war die Aufgabe, ja, die Ausgabe sollte eine aufsteigend sortierte Zahlenfolge sein und das haben wir hier sozusagen mit dieser Formulierung, dieser Invarianten, haben wir das erledigt. So, das zweite Thema ist das Thema Effizienz. Könnte man sich die Frage stellen, naja, ach, wenn mein Algorithmus langsam läuft, warum kaufe ich mir nicht einen größeren Rechner? Ja, also sagen wir so, im privaten Umfeld ist das vielleicht nicht immer so einfach, aber wenn man jetzt, sag ich mal, so industrielle Anwendungen hat, wo man vielleicht sagt, Mensch, jetzt das Problem ist uns so wichtig, wir versprechen uns so viel davon, jetzt kaufen wir uns einfach eine schnellere Maschine. Da will ich mit Ihnen diskutieren, dass das nicht immer der richtige Ansatz ist. Ja? Ich habe hier so eine schöne Aussage gefunden. Ja, Supercomputers are for people too rich and too stupid to design efficient algorithms. Ja, der Stephen Skinner hat auch ein ganz schönes Buch geschrieben, ist auch in der Literaturliste drin, The Algorithm Design Manual. Ich werde Ihnen, glaube ich, gleich zum Ende der Vorlesung, genau, werde ich Ihnen einfach mal so ein paar typische Laufzeiten bei entsprechender Größe von Problemen demonstrieren, dann wird die Begründung sofort klar, warum das eine sinnvolle Aussage ist. Ja, weil im Allgemeinen, wenn ich mir, sage ich mal, wenn ich einfach so einen ganz einfachen, naiven Ansatz probiere bei einem Algorithmus und dann sozusagen die Probleme größer und größer werden, dann kann man relativ schnell zu Problemen kommen, sodass ich, sage ich mal, oder dass ich
Algorithmen verwende, die einfach schlecht sind, ja, und ich auch mit einer kleineren Hardware bessere Ergebnisse erzielen kann, wenn ich nämlich einen schlaueren Algorithmus verwende oder einen besseren Algorithmus verwende. Ja, und das ist sozusagen der Dunstkreis, mit dem wir uns dann noch ein bisschen beschäftigen wollen. Und zwar, um das tun zu können, müssen wir uns Gedanken machen, wie wir den Algorithmus bewerten können. Da sind wir beim Thema Algorithmenanalyse. Und zwar, interessante Fragestellung dabei ist die Analyse von einerseits Laufzeit, also wie viel Rechenzeit beansprucht ein Rechner, ja, und wie viel Speicherplatz wird beansprucht. Wir werden uns vorrangig im Kontext der Veranstaltung, das ist, was typischerweise gemacht wird, interessiert man sich für die Laufzeit. Ja, wir hatten eben beispielsweise, was ich gefragt hatte, was gibt es für Sortieralgorithmen? Wir hatten Insertion Sort, Bubble Sort hatte jemand gesagt, Quick Sort hatte jemand gesagt, Merge Sort hatte jemand gesagt. Das sind Verfahren, die unterscheiden sich deutlich. Das merkt man aber erst, wenn man, sage ich mal, Zahlen oder Zahlenfolgen nimmt, wo man dann vielleicht im Bereich ab 10, 20.000, 100.000, 1 Million ist. Dann sieht man das ganz, ganz deutlich. Ja? Dann ist ein Insertion Sort deutlich schlechter als ein Quick Sort. Oder ein Merge Sort. Merge Sort hat wiederum das Problem, dass er einfach mehr Speicherplatz braucht. Ja? Kommen wir später nochmal zu. Also wir wollen uns überlegen, wie wir denn eine Aussage treffen können, wie gut ein Algorithmus ist. Genau, und als Grundlage wird uns da dienen, wir werden nicht über das iPad Pro der ersten Generation sprechen oder über einen Acer Notebook Computer oder was sehe ich hier noch auf dem Tisch irgendwo, irgendwelche Smartphones. Das ist alles nicht relevant, ja, weil das ändert sich so schnell. Ja. Nächsten Monat kaufen Sie sich vielleicht ein Apple MacBook Pro. Ja, und dann, wie können wir dann sozusagen Algorithmus vergleichen, wenn wir ihn einmal auf dem Acer laufen lassen und dann auf dem Apple? Schwierig. Ja. Also muss ich mir irgendwie Gedanken machen, dass ich einen Algorithmus beurteilen kann, unabhängig von der zugrunde liegenden Hardware. Und dazu dient uns das einfache Modell einer sogenannten Random Access Maschine. Ganz einfach, wir gehen ganz einfach vor, wir zählen einfach die Operationen, die so ein Algorithmus ausführt. Wir werden auch nicht groß differenzieren, welche Operationen das sind. Und wir sagen einfach, jede Elementaroperation, Addition, Subtraktion, Multiplikation, Division, Vergleich, Aufruf beispielsweise einer Funktion, benötigt immer einen Schritt. Das ist ein bisschen gemogelt, weil einfach die Multiplikation aufwendiger ist als die Addition oder als die Division. Wir nehmen trotzdem dieses vereinfachte Modell. Schleifen und Funktionen oder Funktionsaufrufe sind keine Elementaroperationen, sondern der Aufruf, sozusagen der Aufruf einer Funktion ist einmal ein Schritt und dann gucken wir uns an, wie viele Elementaroperationen finden denn innerhalb dieser Funktion statt oder bezogen auf die Schleife, wie viele Elementaroperationen finden denn innerhalb des Schleifenrumpfes statt. Genau, und Speicherzugriffe benötigen auch genau einen Schritt und wir sehen erstmal davon ab, jetzt genau zu sagen, okay, wir haben nur begrenzt viel Speicherplatz, wir sagen, wir haben beliebig viel Speicher erstmal zur Verfügung. Einfaches Modell, aber selbst damit ist das schon hinreichend schwer, wirklich Algorithmen beurteilen zu können. Darum werden wir sehr stark vereinfachen an vielen Stellen und da werden wir uns heute jetzt noch eine restliche Zeit mit beschäftigen und nächsten Dienstag machen wir damit weiter. So, wenn Sie schon mal, ich weiß jetzt nicht mehr, ich habe das lange nicht gemacht, so Erst- und Zweitsemesterveranstaltungen, ich weiß nicht mehr, was Sie da so für Probleme bearbeiten, aber da werden Sie vielleicht festgestellt haben, dass wenn Sie da so ein kleines Programm geschrieben haben, dass die Laufzeit des Programmes sich unterscheidet, je nachdem, ob Sie eine kleine Eingabe reingeben, ja, bezogen auf das Sortierproblem, ja, ob ich da 20 Zahlen reingebe oder ob ich da irgendwie 2000 Zahlen reingebe. Also typischerweise ist die Laufzeit irgendwie sozusagen Eingangsparameter in so eine Formel, mit der ich vielleicht die Laufzeit meines Algorithmus beschreiben möchte. Ja, also die Laufzeit ist abhängig von der Größe der Eingabe. Das sind typischerweise Anzahl der Eingabeelemente oder wenn wir beispielsweise über Zeichenketten reden, wie lang die Zeichenketten sind, auf denen wir operieren. Oder wenn wir so einen Graph verwenden. Weiß jeder, was ein Graph ist?
haben Sie vielleicht schon mal im ersten, zweiten Semester gemacht. Einfach so eine Struktur bestehend aus Knoten und Kanten, die sind miteinander verbunden. Können wir beispielsweise so ein Wegenetz, Straßenkarte mit modellieren. Also die Anzahl der Knoten und Kanten könnte beispielsweise die Eingabe beschreiben. Genau. Und ja, wie gehen wir vor, wenn wir jetzt die Laufzeit auf der Grundlage des Pseudocodes bestimmen wollen? Genau, wir zählen einfach. Wir zählen einfach stumpf die Operationen. Ja. Und dann gucken wir uns an, wie viele Operationen führen wir durch, wie viele Zeilen haben wir, wie viele Operationen finden pro Zeile statt, wie häufig wird eine Zeile aufgerufen, wenn die Zeile beispielsweise Teil eines Schleifenrumpfes ist. Ja, dann zählen wir einfach stumpf durch. Genau, und die Laufzeit kann abhängig sein von der speziellen Art der Eingaben. Und auch das machen wir einmal ganz kurz an dem Beispiel Insertion Sort. Und da gehe ich jetzt mal hier hin. Zack. Schreibe ich jetzt hier rein. Das heißt, wir zählen jetzt einfach mal durch. Jede Elementaroperation kostet, sagen wir mal, kostet eine Einheit. Und wir sagen mal, nee, ich benenne die Kosten, belege ich auch noch. Und zwar nenne ich die Kosten hier mal mit C1, C2, C3, C3 haben wir nicht, C4. Quatsch, ich habe mich vertan. Entschuldigung. C1 kommt hier oben hin. Ja, sozusagen, das ist sind die Kosten dieser Zeile. Das sind die Kosten dieser Zeile. Sind die Kosten dieser Zeile. Kommentar kostet nichts. Das sind die Kosten dieser Zeile. Die Kosten dieser Zeile. Die Kosten dieser Zeile. Und die Kosten dieser Zeile. Hm? Und jetzt müssen wir uns überlegen, wie häufig denn diese einzelnen Zeilen aufgerufen werden. Ja, wir haben hier in der ersten Zeile, ja, haben wir eine Vorschleife von j gleich 2 bis n. Das heißt, wir haben n minus 1 und einen zusätzlichen Durchlauf für den Abbruch. Ja, das heißt, die wird genau n mal aufgerufen. Der Schleifendurchlauf selbst erfolgt n minus 1 mal. Auch diese Zeile wird n minus 1 mal aufgerufen. So, und jetzt wird es ein bisschen trickreich. Jetzt müssen wir uns überlegen, ja, jetzt haben wir ja hier sozusagen so eine verschachtelte Schleife. Wir sind in der Schleife und müssen uns jetzt noch überlegen, ja, wie häufig wird denn diese Schleife aufgerufen? Das wird jetzt schwierig. Weil jetzt müsste ich mir Gedanken machen. Ich gehe nochmal hier auf mein Kartenspiel zurück. Ich mache das mal mit 4 Karten. Und zwar nehme ich mal 4 Karten der Farbe Pik. Wenn ich die so hinlege, wie ich sie jetzt gerade habe. Erste Karte. Zweite Karte. Wir starten ja immer ganz rechts. Ja, Sie erinnern sich. Oh, passt gerade, kann dahin. Muss Ihre Position gar nicht ändern. Nächste Karte. Oh, passt gerade. Vierte Karte. Passt gerade. Ja, die Zahlenfolge, die Kartenfolge war aufsteigend sortiert. Das heißt, in dem Fall gehe ich da gar nicht rein. Wenn ich jetzt ein anderes Beispiel nehme, ja, wenn ich das nehme, zack, und dann kommt die. Ja, wir fügen sie quasi hier ein, das ist die Karte, die wir nehmen. Oh, wir müssen vertauschen. Dann landet sie hier. Nächste Karte ist hier. Ah, wir müssen da einmal ganz durchschleifen. Ja. Das heißt, wir müssen uns eigentlich noch Gedanken machen. Ja, es ist nicht immer, die Eingaben sind nicht immer gleichwertig. Ja, wir haben sozusagen einen guten Fall. Das war der Fall, dass die Karten schon bereits sortiert sind. Und wir haben vielleicht einen schlechten Fall, ja, dass die Karten noch nicht sortiert sind. Da gehe ich später nochmal drauf ein, dass wir uns Gedanken machen zu einem sogenannten Worst Case. Was ist sozusagen der schlechtestmögliche Fall? Was ist der Average Case? Also welcher Fall tritt erwartungsgemäß auf? Und was ist der Best Case?
Also diese drei Fälle können wir typischerweise unterscheiden. Ja, da gehe ich aber später nochmal drauf ein. Jetzt sage ich erstmal, dass ich vereinfache jetzt die Überlegung ganz klein bisschen, dass ich sage, okay, TJ ist die Zeit, die ich benötige, nicht die Zeit, sondern die Anzahl der Durchläufe, für J. Also die Anzahl der Schleifendurchläufe, der While-Schleife für den Index J. Ja, Index J ist sozusagen unser Laufindex der Vorschleife, der äußeren Vorschleife. Das heißt dann, wenn wir das annehmen, dann können wir hier auch hinten auch was eintragen. Dann können wir nämlich sagen, für J gleich 2 bis N. J ist Laufindex Vorschleife. Addieren wir die TJ auf. Hm? Nee, wird er ja auch. Das wird er ja auch. TJ ist die Zeit oder die Anzahl der Durchläufe oder die Anzahl der Aufrufe dieser Zeile. Nein, stimmt gar nicht, Entschuldigung. Die Anzahl der Schleifendurchläufe für den Index J. Ja? Ja, aber dann haben wir ja noch nicht berücksichtigt, wie oft diese Schleife durchlaufen wird. Das habe ich hier mit drin. Das ist jetzt erstmal so, ach, jetzt habe ich es mir weggeschrieben, hier TJ. Das ist jetzt sozusagen erstmal abstrakt die Überlegung. Aha. Das ist abstrakt die Überlegung. Ich beziffere erstmal mit TJ die Anzahl der Durchläufe dieser Schleife im J-Durchlauf dieser Schleife. Das Innere der While-Schleife wird genau einmal weniger durchlaufen, TJ minus 1. Ja, sowohl Vor- als auch While-Schleife, der Schleifenkopf, ja, wird immer einmal mehr aufgerufen, nämlich in dem Fall, wenn wir die Schleife beenden. J gleich 2 bis N, das lasse ich jetzt gleich weg, TJ minus 1. Und dann haben wir das gleiche hier. Ja, ist ja auch, gehört auch zu der Schleife. Und dieses Ding wiederum, Zeile 8, die ist jetzt sozusagen nicht mehr Bestandteil der While-Schleife. Die Zeile wird wieder N minus 1 mal aufgerufen. So, das ist jetzt die Laufzeit des Algorithmus. Können Sie erstmal nichts mehr anfangen. Ne? Sieht man erstmal so nichts dran. Und jetzt überlegen wir uns mal. Wir addieren das einfach mal auf. Also ich sage jetzt mal die Laufzeit, die bezeichne ich meistens mit T von N. N ist immer sozusagen die Größe der Eingabe. Ja? Sagen wir, wir haben N numerische Werte zu addieren. Und jetzt addiere ich einfach auf, was hier oben steht. Ja? Die Kosten, die die erste Zeile verursacht, ist sozusagen C1 mal N. Die Kosten Zeile 2 ist C2 mal N minus 1 und so weiter und so fort. Das mache ich mal. Ich schreibe das mal hier hin. C1 mal N plus C2 mal N minus 1 plus C4 mal N minus 1 plus C5 mal Summe TJ NJ gleich 2 plus C6 plus C7 mal plus C8 mal N minus 1. So,
immer noch nicht besser aus, aber wir haben jetzt zumindest mal eine Vorstellung davon, da wird irgendein Zahlenwert rauskommen, wenn wir das jetzt mit konkreten Werten belegen würden. Die konkreten Werte sollen uns erst im Moment gar nicht interessieren. Jetzt kommt das hier zum Tragen. Jetzt müssen wir uns nämlich überlegen, jetzt müssen wir uns überlegen, wie sieht das denn mit diesen Dingen hier aus? Das heißt, wenn wir das jetzt wirklich auswerten wollen, dieses TJ, ja, dann müssen wir eine Fallunterscheidung machen, dass wir uns überlegen, was kommt hier für einen Wert raus, wenn beispielsweise der beste Fall vorliegt? Was kommt für einen Wert raus, wenn der schlechteste Fall vorliegt? Und was können wir überhaupt annehmen? Was ist ein mittlerer Wert oder was ist ein mittlerer Fall? Und wie sieht das dann aus? Und das machen wir mal. Fallunterscheidung. Erster Fall. Gesundheit. Zahlen sind bereits sortiert. Wenn die Zahlen bereits sortiert sind, steigen wir niemals in diese While-Schleife ein. Ja, hier springen wir gar nicht rein. Ja, das heißt, das Einzige, was passiert, wir rufen diese Zeile einmal auf, diese Zeile 5, um dann sofort festzustellen, dass wir in die While-Schleife gar nicht einsteigen müssen, ja, und überspringen dann Zeile 6 und 7. Das heißt, in dem Fall bekommen die TJ den Wert 1. Ja, und wenn wir das jetzt hier oben einsetzen, dann wird TN, ich rechne das jetzt nicht ausführlich vor, aber da kommt in etwa das raus, ich vereinfache das mal sofort ein bisschen, C1 plus C2 plus C4 plus C5 plus C8 mal N minus C2 plus C4 plus C5 plus C8. Das sieht jetzt schon mal ganz interessant aus, finde ich. Warum sieht das interessant aus? Was meinen Sie? Es ist erstmal eine sehr genaue Aussage über die Laufzeit. Da haben wir drinne, wir haben so ein paar Konstanten da drinne. Konstant bezogen auf, dass wir sagen, okay, das sind die Kosten dieser einzelnen Zeilen. Ja, das war ja hier, waren unsere Kosten. Ob das nun 1, 2 oder 50 ist, in Millisekunden, in Sekunden, ist ganz egal. Das sind Kosten, die hängen nicht davon ab, wie viele Elemente wir hier oben reinstecken. Ja, da ist es egal, ob ich 10 Elemente reinstecke oder 1 Million. So, und jetzt gucken Sie sich diese Funktion hier unten nochmal an. Da haben wir das N auch drin. Ja, das N steckt hier drin. Zack. Mit einem linearen Anteil. Lineare Funktionen kennen Sie. Ja, A mal N plus B. Haben Sie in Mathe kennengelernt. Das heißt, wir würden jetzt hiervon sprechen, in dem Fall verhält sich der Algorithmus mit einem linearen Aufwand. Warum? Weil die Größe der Eingabe, das N, geht hier mit einem linearen Anteil in diese Laufzeituntersuchung ein. Also das ist eine lineare Funktion. Und das werden wir nächste Woche noch genauer uns anschauen. Das heißt dann, wir haben eine lineare Laufzeit. Zweiter Fall. Nehmen wir den Fall an, dass die Zahlen umgekehrt sortiert sind oder die Karten, wie ich es eben hier hatte. Ja, dann müssen wir sozusagen einmal ganz durch die Schleife durch. Das heißt, wir müssten bezogen auf unser Feld von der aktuellen Position immer wieder ganz bis an den Anfang des Feldes laufen, weil da genau die richtige Einfügeposition ist. Oh, jetzt habe ich keinen Platz mehr. Ach, schlecht kalkuliert hier. In dem Fall haben wir das Folgende. Da muss ich nach... Er verkleinert sich nicht mehr, doch da. Muss ich nach hier ausweichen?
In dem Fall ist das TJ gerade J. Ja, wir müssen ja sozusagen an das J-Element greifen wir uns ja raus. Das ist ja sozusagen in der Vorschleife. Ja, das war dieses blaue Feld in unserem Array. Und das bringen wir ganz nach vorne. Ja, und wir müssen einmal ganz durchlaufen. Das heißt, da haben wir J minus 1 Vergleiche. Und einmal, um das Ende abzubrechen, kommt da einer drauf. Das heißt, TJ ist gerade gleich J. In dem Fall, auch da schreibe ich Ihnen das Ergebnis jetzt mal hin. Aufwendige Rechnerei schreibe ich mal so dahin. Ich summiere das einfach, setze für das TJ das J ein und dann kommt da als Ergebnis raus, T von N hat den folgenden Wert. Oh, das ist jetzt ein ganz langer Ausdruck. C5 halbe plus C6 halbe plus C7 halbe mal N Quadrat plus C1 plus C2 plus C4 plus C5 halbe minus C6 halbe minus C7 halbe plus C8 N plus, nee, minus minus C2 plus C4 plus C5 plus C8. Ja? Also sofern ich mich nicht verrechnet habe, kommt das da raus. Was ist das für eine Funktion? Quadratische Funktion. Genau, das ist eine quadratische Funktion. Also, wir haben jetzt Insertion Sort identifiziert als einen korrekten Algorithmus zum Sortieren. In Abhängigkeit der sozusagen Eingabe, ja, wir haben zwei Fälle unterschieden. Das ist eine Katastrophe hier. In Abhängigkeit der Eingabe, nämlich den Fall Worst Case, Best Case, haben wir uns beide angeschaut. Vielleicht rechnen Sie mal zu Hause nach, ob das auch wirklich stimmt, was ich hier angeschrieben habe. In dem einen Fall haben wir geht die Größe der Eingabe mit einem linearen Anteil da rein. In dem anderen Fall geht die Größe der Eingabe mit einem quadratischen Teil da ein. Genau, was habe ich hier noch? Achso, das ist nur noch mal das Thema hier. Best Case, Average Case und Worst Case. Genau, da, das kann ich auch mal gerade noch mal anwerfen. Das habe ich Ihnen alles gesagt. Ja, das eine ist sozusagen die maximale Laufzeit, die entstehen kann. Da muss ich mir Gedanken machen, welche Eingabe führt eigentlich dazu, dass ich maximale Laufzeit habe. Ja, das ist sozusagen über alle möglichen Eingaben betrachte ich die Laufzeit und Worst Case ist halt sozusagen das Maximum dieser Laufzeiten. Best Case das Minimum und Erwartungswert, wenn ich halt irgendwie eine Auftrittswahrscheinlichkeit habe für die möglichen Eingaben, dann ist das halt sozusagen der gemittelte Fall.